Hallo zusammen, hier ist Antonis von der Product Innovation Lounge und heute möchte ich euch wieder einmal etwas für Autodesk Maya zeigen. Und zwar handelt es sich um ein Skript von Stepan Jirka, das noch nicht fertiggestellt ist, aber das er mir zur Verfügung gestellt hat, um es einmal zu testen. Und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Legen wir doch gleich mal los, und zwar klicken wir hier auf diesen Button. Momentan heißt das Plugin A-Site und bezieht sich ziemlich wahrscheinlich darauf, dass man die A-Seite von einem Fahrzeug damit starten kann. Vielleicht für die Leute, die auch noch Speedform von Autodesk kennen, letztendlich ist es genau diese Funktion, eben eine Fahrzeugseite schon mal grundsätzlich anzulegen, denn also das ist bei mir meistens auch so, dass ich ein Fahrzeug zumindest zum Teil an den Radsicheln aufbaue, um einfach mit der Topologie gut hinzukommen. Und deswegen ist es eigentlich eine schlaue Idee, weil man eigentlich immer die gleichen Schritte jedes Mal neu macht, das zu automatisieren. Und daher gab es diese Funktion in Speedform. Ich habe Speedform immer nur zum Testen genutzt, nie wirklich in meinem Workflow. Deswegen kann ich nichts über die Funktion dort sagen, aber hier hat es eben jetzt der Stepan gemacht und das möchte ich euch zeigen. Es gibt hier die Möglichkeit, eben sehr viel Parameter einzustellen, und das ist ziemlich cool, möchte ich euch auch gleich zeigen. Und zwar fängt das Ganze schon mal mit dem Radstand an, natürlich alles in Millimetern, ja, das ist schon mal gut, und die Divisions natürlich, die verändern sich je nachdem. Man kann auch die Seite eben auf die Fahrzeugbreite ziehen. Das dreht sich dann eben vor allem darum, wo diese Radsichel letztendlich aufhört. Also das ist ja meistens der weiteste Punkt, zumindest bei Showcars. Bei Serienautos ist ja meistens noch irgendwie hier die Seite auch an der Maximalbreite irgendwo anliegend. Genau, man kann auch die Radgröße einstellen. Das sind auch Größen, die sind deutlich sehr klein. Und genau, aber hier auch solche Radgrößen, also sprich der Durchmesser vom Rad, das ist ja so die Größe, mit der oft am Anfang von Fahrzeugprojekten gearbeitet wird. Und dann eben auch, wie viel Offset quasi die Radsichel zum Rad hat, was ja eben auch eine entscheidende Größe ist. Also soweit kann man eigentlich sehr gut einstellen, die technischen Gegebenheiten, die man fürs Fahrzeugdesign hat, um da einfach auch aufs Nummer sicher zu sein. Und auch ganz nett ist, dass man eben die Radsichel, die Größe der Radsichel einstellen kann. Letztendlich gibt es dann noch die Größe quasi der Anformung. Das ist dann eher ein gestalterisches Thema, ist nicht ganz so technisch, aber doch wichtig. Und die Tiefe, die letztendlich die schöne Anformung an diese Radsicheln gestaltet, was super schön ist. Wenn ich mal hier in die Smooth Mesh Preview gehe, seht ihr, dass die Radsicheln momentan noch quasi keine harte Kante haben. Dazu kommen wir gleich. Hier diese zwei Slider, das ist einmal quasi, wie weit man diese Radsichel haben möchte. Und das Gleiche kann man eben fürs Ende definieren. Und man sieht, dass hier natürlich dementsprechend die Flächen mit nach unten oder oben gehen. Letztendlich Arch Division ist selbsterklärend, das ist eben, wie hoch die Auflösung quasi der Radsichel ist. Das ist für mich meistens so, ich baue meistens Teile vom Dach und von der Motorhaube, und dann baue ich die Radsichel meistens aus einem Zylinder, und dann schaue ich, wie viele Linien ich zu meinem Rad brauche. Deswegen ist es eigentlich eine super Sache, dass ich hier schon mal das soweit einstellen kann. Und unter Arch Shape kann man wählen zwischen standardmäßig Circle und Curve. Bei Circle handelt es sich, so wie der Name ja schon sagt, um einen Kreis, und man kann hier an diesem Curve Shape auch nichts ändern. Cool ist, wenn man hier auf Curve geht, da muss man hier noch mal ein bisschen diesen Start und das Ende nachjustieren. Da kann man eben einen fließenden Übergang von kreisrund zu quadratischen Radhäusern machen, und das ist eine ziemlich coole Sache. Und der Ausschnitt ist wirklich sehr, sehr harmonisch schön gemacht, und man hat da keinen großen Aufwand und kann da die richtige Form finden. Hier gibt es noch eine Checkbox mit Crease
Flange Edges heißt das. Das ist letztendlich einfach ein Crease hier auf die Kante zu legen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich müsste jetzt noch Bild aufklicken, um hier noch eine wirkliche Härtung zu sehen. Oder ich weise hier noch mal einen Shader hin dazu, bei dem man es besser sieht. Ich muss sagen, ich bin nicht so der große Fan von Creases, würde da eher dazu tendieren, diese Kanten zu detachen und dann ist die Kante wirklich hart und damit kann ich besser arbeiten. Ich kann auch auswählen, die Bodyside gar nicht zu machen und nur quasi die Rathäuser zu machen. Das finde ich eigentlich sehr gut, diese Option, weil es mir eben die Möglichkeit gibt, diese Funktion auch zu nutzen, wenn ich schon eine Bodyside habe und einfach vielleicht auch im Laufe des Prozesses, wenn es mir die Rathäuser total verhauen hat, einfach diese wegzulöschen und neu zu bauen und die dann mit meinem vorhandenen Body zu vereinen. Das finde ich ziemlich super. Man kann hier auch natürlich noch die Division ändern und damit haben wir dann schon fast alle, sage ich mal, zentralen Funktionen erledigt. Was es noch zusätzlich gibt, vor allem für die Visualisierung, das ist Create Wheel Housing. Zum einen ist natürlich nett, dass die Division sich dementsprechend anpasst. Gut, jetzt kommt er durcheinander, weil ich die Kanten detached habe, also merke, nicht zu früh machen. Und genau, aber dieses Wheelhousing ist halt sehr praktisch, um nachher hier keine Löcher zu haben. Das ist so typisch auch für meinen Workflow, dass ich halt so beschäftigt bin, das Fahrzeug zu gestalten, dass ich gar nicht mehr daran denke, die gerade eben die Rathäuser auch mit ja, Wheelhousings quasi zu füllen, um da eben nicht in die Unterwäsche gucken zu können. Und deswegen finde ich die Funktion richtig cool. Und was ich noch gemerkt habe beim Testen ist, dass wenn ich hier diese Mirror Geometry nutze, was ja kein an sich kein Instancing ist, ist es faszinierend, dass diese Funktion aber dennoch funktionieren. Also sprich, man kann auch schon symmetrisch einen Eindruck bekommen, wie sein Fahrzeug ist. Ich habe es noch nicht mit Modeling getestet, das steht jetzt noch an zu gucken, wie funktioniert das Ganze, wenn ich jetzt hier dran weiter modelliere. Ich bin mir sicher, dass es da dann irgendwann Probleme gibt, aber als Start ist das eine super Funktion, denke ich. Ja, vielleicht noch zu der Frage, warum ich überhaupt diese Funktion von Stefan bekommen habe und was wir von euch gern möchten. Also der Steppy, wie gesagt, der hatte eben auch Speedform gekannt und die Funktion mit dieser Bodyside und wollte sowas schon immer mal für Maya umsetzen und hat, glaube ich, jetzt seinen inneren Schweinehund überwunden und das dann mal endlich programmiert. Wir sind uns beide nicht so sicher in unserem Workflow, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Erweiterung ist oder einfach eine nette Spielerei. Und deswegen wäre uns eben dran gelegen, von euch Feedback zu bekommen. Wären sehr interessiert über Kommentare, ob ihr das sinnvoll findet, was euch fehlt, ob ihr das benutzen möchtet eben. Und ja, einfach da ein bisschen eine Meinung zu bekommen, was da 3D-Modelleure da draußen davon halten. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare, lasst uns wissen, was ihr denkt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!